Hallo, ich begrüße Sie zu unserem heutigen Beitrag Nummer 10 im Rahmen unserer Serie Superheilmittel Vitamin C. Sie werden in diesem Beitrag heute lernen, wie Sie von hochdosiertem Vitamin C profitieren. Ein sehr interessantes Thema. Ich bitte Sie hier immer, wie gesagt, vorher, bevor Sie die jeweiligen Beiträge sehen, diese chronologisch sich anzusehen. Also halten Sie bitte die chronologische Reihenfolge ein, weil ich ja mich auf das zuvor vermittelte Wissen hier beziehe. Und da ist das Verständnis natürlich besser. Heute also der Beitrag Nummer 10, Superheilmittel Vitamin C, wie Sie davon profitieren, von dem hochdosierten Vitamin C. Doch zunächst, wie immer, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, Superheilmittel Vitamin C, da haben wir schon eine Menge kennengelernt und wir wissen schon sehr viel. Schließlich sind wir von den über 15 Beiträgen heute schon beim Vitamin C Teil 10. Ja, Vitamin C ist ein einzigartiges Superheilmittel. Es tötet Pathogene ab, die für unsere Erkrankungen zuständig sind. Sie sind meistens die Verursacher der Erkrankungen. Es neutralisiert Toxine. Toxine haben eine große Bedeutung im Zusammenhang mit Erkrankungen, mit dem Entstehen von Erkrankungen, Erhalten von Erkrankungen und auch mit der Schwere der Erkrankungen. Vitamin C hochdosiert bringt auch unser Immunsystem wieder auf Schwung. Es kann Krebs und Herzerkrankungen nicht nur vorbeugen, sondern es kann auch Krebs- und Herzerkrankungen behandeln. Es kann die Krebs- und Herzerkrankungen hemmen und auch heilen. Und selbst wenn Erkrankungen nicht mehr heilbar sind, wird hochdosiertes Vitamin C immer dafür sorgen, dass die Symptome gelindert werden bzw. bleiben. Und somit verbessert Vitamin C die Lebensqualität von Patienten. Außerdem erhöht hochdosiertes Vitamin C in der Regel die Lebenserwartung. Ich erinnere nur an die Ihnen bereits bekannte Cambridge-Studie. Ich zitierte in früheren Beiträgen bereits darüber. Durch seine antioxidative Wirkung und seine antioxidativen Eigenschaften bekämpft Vitamin C auf einzige Art und Weise oxidativen Stress. Und gerade diese Erkrankungen, die durch oxidativen Stress verursacht werden. Bei Menschen mit höchsten Vitamin C-Werten hat man beobachtet, dass deutlich niedrige Mortalitätsraten auftreten. Das ist deshalb so, weil sie gar nicht erst erkranken. Warum ist diese Substanz, hochdosiertes Vitamin C, so wirksam und für uns so wichtig? Unser Körper erfüllt seine Funktionen am besten mit hohem Vitamin C im Blut und in den Zellen. Einst haben wir Menschen uns in der Lage befunden, Vitamin C selbst zu synthetisieren im Körper. Diese Fähigkeit ist uns abhanden gekommen. Das ändert aber nichts daran, dass wir mit hochdosiertem Vitamin C sehr gut leben und es verringert auch nicht den Bedarf an Vitamin C und den gesundheitlichen Vorteilen dieser Substanz. Leider steht der Anwendung von hochdosiertem Vitamin C eine Industrie im Wege, die ohne eine chronisch kranke Bevölkerung nicht existieren kann. Denken Sie nur daran, dass die Pharmaindustrie nicht interessiert ist an Menschen, die keine Medikamente einnehmen.
Was würde passieren, wenn aus einer Laune des Schicksals heraus die gesamte Bevölkerung plötzlich für eine bestimmte Zeit gesund wäre? Arbeitskräfte und Schüler werden hochproduktiv, weil die Leute gesund wären und sich besser denn je fühlten. Aber Moment, alle Klinikbetten wären leer. Operationssäle wären verdunkelt, Apotheken können keine Medikamente anbieten und Ärzte würden untätig in ihren Sprechzimmern sitzen. Ja, Versicherungsvertreter hätten nichts mehr zu tun. Ja, dieses Szenario ist weit hergeholt und unrealistisch. Was wäre, wenn nur 25% der Bevölkerung deutlich gesünder wären? Würde das medizinische System dadurch beeinflusst? Eigentlich sollte es sich freuen, oder die Menschen, die dort arbeiten, sollten sich freuen. Aber das geht nicht. Würde irgendein Pharmaunternehmen die Heilung von Herzerkrankungen und Krebs begrüßen, wenn dadurch zwangsläufig seine finanzielle Existenz vom Verkauf von Herz- und Krebsmedikamenten abhängig ist? Das derzeitige Medizin-Establishment kann so eine Situation nur als Bedrohung empfinden und das Superheilmittel Vitamin C nicht akzeptieren. Zu dessen Vorteil, also zum Vorteil des Medizin-Establishments, werden viele Menschen nichts über Vitamin C hören, nichts darüber wissen und auch nicht deren Nutzen ausnutzen können. Sie werden also nicht Bescheid wissen und werden weiterhin den Mythen, die herumgeistern, auf den Leim gehen. Die breite Masse wird sie glauben. Aber was wird mit denjenigen, die es besser wissen? Wir müssen unsere Freiheit und unser Recht schützen. Wir müssen uns gegen alle Versuche wehren, dass hochdosiertes Vitamin C gesetzlich verboten wird. Wir müssen lernen, wie man am besten von diesem Lebenselixier Vitamin C kostet. Mit meiner Vortragsserie habe ich versucht, Ihnen wertvolle Informationen zu geben und ich werde es weiterhin tun. Das ist nämlich gut für Ihre Lebensqualität. Ich versuche mit Fakten, belegten Studien und in der Weise der engen Bindung an Realität, also mit hohem Realitätsbezug, weiterhin zu arbeiten. Da habe ich in keiner Silbe die Absicht gehabt, Sie zu verängstigen. Auf keinen Fall. Vielmehr sollten Sie nach dem Anhören bzw. Studieren der Beiträge umfassend informiert sein. Zusammen können wir den Kampf gewinnen. Aber Sie werden dazu Ihre Gesundheit und Stärke brauchen. Beginnen Sie damit, indem Sie Ihre eigene Vitamin C-Werte optimieren. Und so wird das gemacht. Sprechen wir über die Optimierung von Vitamin C im Blut. Vitamin C ist ein super Heilmittel und die beste Wahl im immerwährenden Kampf gegen Toxine, gegen Pathogene und gegen oxidativen Stress. Also das haben wir gelernt und das funktioniert ja. Und weil der Mensch verbrauchtes Vitamin C ersetzen muss, nimmt diese Substanz eine besondere, wichtige Position auf der Liste der lebenswichtigen Nährstoffe ein. Ich weiß, dass es auch andere Nährstoffe gibt, die wir unbedingt brauchen. Besonders ist aber deren Bedarf limitiert. Und so brauchen wir auch Mikronährstoffe. Das sind eben Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme und Aminosäuren. Und das sind aber auch die Makronährstoffe. Das sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette. In Abhängigkeit der Situation, der Stresssituation, ist der Bedarf verändert. Ich habe das schon mal vorgetragen, dass Tiere, die eben Vitamin C synthetisieren, die das selbst also noch herstellen, wie das früher beim Menschen auch war, ihr erforderliches Vitamin C selbst herstellen. Und wenn sie unter Stress stehen, unter Belastung stehen, dann erhöht sich die Produktion des Vitamin Cs gewaltig. Wir reden da über 500-600% Anstieg der Dosis des Vitamin C, was die Tiere unter Stress herstellen. Und der Vitamin C-Bedarf des Menschen variiert ebenfalls. Dabei bewegt sich Vitamin C im Normalfall
natürlich weit, weit über den amtlichen Festlegungen von maximal 90 Milligramm. Das ist also das, was die Ämter uns sozusagen als ausreichend bescheinigen und was natürlich überhaupt nicht stimmt. 90 Milligramm ist ausreichend, um Skorbut zu vermeiden, aber nicht, um den pathogenen Toxinen, oxidativen Stress ausreichend zu begegnen. Bei gesunden Menschen liegt also der tägliche Vitamin C-Bedarf bei vielleicht 6 Gramm. Erhöht sich dieser Bedarf natürlich auch nach dem Grad der toxischen Belastung und nach den Anforderungen an das Immunsystem. Wenn wir also große Anforderungen haben, dann reichen die 6 Gramm nicht mehr aus. Und auch da ist es wie bei den Tieren ein Anstieg des Bedarfs, der ist ganz erstaunlich. Grundsätzlich kann dieser Bedarf durch Nahrungsmittel allein nicht gedeckt werden. Das ist unmöglich. Und wenn große toxische Belastungen vorliegen, erst recht nicht. Wie bestimmen wir also den Bedarf? Ich habe ja schon gesagt, dass ich bei mir den Bedarf erkannt habe, dass ich täglich 8 Gramm Vitamin C brauche und ich komme später darauf zurück, wie ich darauf gekommen bin. Und wenn ich eine besonders toxische oder infektiöse Belastung habe, das gab es bei mir schon einmal, habe ich festgestellt, dass mein Bedarf 37 Gramm am Tag war und vielleicht sogar auch noch mehr. Also mit 37 Gramm hatte ich noch nicht die Anzeichen dessen, dass ich übermäßig viel Vitamin C genommen habe. 37 Gramm am Tag gegenüber sonst unter Weglassen der Belastung nur 8 Gramm. So, und wie ich das ermittelt habe, wie gesagt, da spreche ich später darüber und ich werde auch auf die Technik eingehen, wie der Bedarf relativ einfach und sicher ermittelt werden kann. Über Nahrungsmittel wird also schon eine gewisse Menge Vitamin C aufgenommen, wenn auch diese Menge bei weitem nicht ausreicht. Darüber hinaus gelangen nur geringe Mengen Vitamin C über das Verdauungssystem in die Blutbahn. Das ist auch ein Hinweis dafür, dass es vor langer, langer Zeit die Möglichkeit gab, für uns Menschen Vitamin C selbst herzustellen. Mit ansteigender Dosis, die wir uns zuführen, sinkt die Aufnahme. Also das bedeutet, dass zum Beispiel bei einer Menge von 20 Milligramm, die wir einnehmen, wasserlösliches Vitamin C, also oral einnehmen, dass dann nur 19 Milligramm im Blutkreislauf aufgenommen werden. Und mit steigender Dosis sinkt das Verhältnis, das heißt, haben wir dort eine Differenz. Die Quelle für die Literatur, wo diese Diskrepanz zwischen aufgenommener, eingegebener, sozusagen oral aufgenommener Dosis Vitamin C und der Dosis, die im Blutkreislauf ankommt, die Quelle, die Literatur, kann ich Ihnen bei Bedarf sehr gern nennen und Ihnen den Literaturhinweis zusenden. Die Prognosen im Rahmen dieser Studie gehen davon aus, dass nur 2 Gramm von einer 12 Gramm Dosierung im Blutkreislauf ankommen. Die Aufnahme von 3 Gramm Vitamin C würde sozusagen oral nach dieser Auffassung theoretisch unmöglich sein. Ich erlaube mir, dieser Auffassung zu widersprechen und verweise damit auf die Veröffentlichung von Linus Pauling, der das also ein Leben lang beschrieben hat, wie man hohe Dosen auch oral einnehmen kann, nämlich über den Tag verteilt. Und ich verweise auch auf Dr. Matthias Rath, der das auch in Studien gezeigt hat, dass es mehr ist, was man aufnimmt. Und das ist auch, sagen wir mal, mein Ansatz, Ihnen hier weiterhin zu vermitteln, wie wir die Dosis optimieren können. Andere Studien beschreiben richtig, dass die Transportkapazität der Darmwand, also der Transport von Vitamin C durch die Darmwand in den Blutkreislauf, dass die Aufnahmekapazität begrenzt ist. Deshalb ist die intravenöse Gabe von Vitamin C von großer Bedeutung und ist zur Frage, wie viel Vitamin C wird aufgenommen, gegenüber der oral aufgenommenen Menge oder der oralen Technik überlegen. Das ist ganz klar. Und deshalb hat auch Vitamin C bei der Behandlung von akuten Erkrankungen, wo es also ganz schnell gehen muss, wo der Aufnahmebedarf oder der Bedarf an Vitamin C durch die akute Infektion gestiegen ist, ist dort die intravenöse Gabe, also sagen wir, von großer Bedeutung. Das gilt also für Infektionserkrankungen, aber auch bei schweren Dioxinbelastungen oder bei schweren überhaupt Toxinbelastungen. Auch belegen mehrere Studien, dass die orale Aufnahme
aufgeteilt über kleinere Mengen über den Tag, dass die auch zu einer größeren Verarbeitung, Bioverfügbarkeit, kann man dazu sagen, geht. Also das ist auch wichtig, dass man bei oraler Aufnahme besser vorankommt, wenn man die Gesamtdosis über den Tag zu mehreren Gaben verteilt. Ich halte es selbst für mich mit einer Doppelstrategie. Ich nehme also täglich oral diese bekannte Größe, wenn ich keine größere Belastung habe, von 8 Gramm, verteile über den Tag oral auf und ergänze das einmal im Monat durch die Infusion von 50 Gramm. Sollte ich eine Belastung haben, erhöhe ich sowohl die orale Aufnahme als auch die Häufigkeit der Infusion. So bin ich immer gut zurechtgekommen bisher und kann das eigentlich auch weitergeben als Empfehlung für Sie, wobei eingegrenzt Sie natürlich individuell, und da kommen wir noch drauf, Ihren optimalen Vitamin C-Bedarf bestimmen können. Da ist die Technik ganz einfach. Sprechen wir über den kolossalen Durchbruch für die Gabe von hochdosiertem Vitamin C. Der von mir schon oft erwähnte Dr. Klenner, der sich also ganz verdient gemacht hat mit der Heilung von Patienten, sowohl mit akuten als auch chronischen Erkrankungen, mit der Gabe von Vitamin C, er hat den therapeutischen Wert von hochdosiertem Vitamin C ganz klar herausgearbeitet und zur Behandlung einer zahlreichen Krankheit, zahlreicher Krankheiten und Vergiftungen gesorgt und wie gesagt, erfolgreich. Ich habe das schon erwähnt, wenn ich bloß daran denke, wie er Tetanus behandelt hat, Vergiftung behandelt hat. Und bei Notfallpatienten benutzte er häufig massive Dosierungen von Vitamin C, die er intravenös gegeben hat. Diese Methode war und ist so erfolgreich, dass sie sich quasi zum Goldstandard der Vitamin C-Gabe entwickelt hat. Seit Klenner gab es eine unglaublich große Zahl von Varianten und Variationen der oralen Gabe von Vitamin C. Man hat also die Größe, die Form der Gaben verändert, Zusatzstoffe gegeben und das wirkte sich auch auf den Markt aus. Es zeigte sich aber trotz der Veränderung der Form der Gabe keine verbesserte Bioverfügbarkeit durch oral eingegebenes Vitamin C. Erst die sogenannte liposomale Abkapselung mit Vitamin C brachte den Durchbruch für die oral eingenommene Vitamin C-Dosen. Also liposomal, das ist jetzt das Schlüsselwort, über das wir sprechen wollen. Und es lohnt sich für Sie, das zu erkennen, was Liposome sozusagen schon gebracht haben. Liposome kennt man seit 1960 in der bekannten Form, um Bioverfügbarkeit von Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch von Medikamenten zu verbessern. Kontinuierlich hat sich seitdem das Wissen dazu verbessert und je besser wir Liposomen und in ihrer Eigenschaft kennengelernt haben und diese ausnutzten, umso besser wurde auch die Bioverfügbarkeit von den eingegebenen Substanzen. Schnell wurde bekannt, dass die Liposomen Substanzen umhüllen können und somit deren Transport in den Körper und den Umsatz im Körper dann optimieren. Aufgrund dieser Fähigkeit hat sich auch die Größe und die Effektivität des eingenommenen Vitamin C auf oralem Wege drastisch erhöht. Liposomen haben gerade deshalb in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel eine prominente Stellung gewonnen. Und ich kann das auch nur bestätigen, liposomales Vitamin C ist also mit Liposomen verkapseltes Vitamin C und kann ganz problemlos oral eingenommen werden. Es macht das Vitamin C biologisch viel, viel besser verfügbar, als dies mit intravenöser Gabe zu betrachten ist. Ich wiederhole, es liposomal verkapseltes Vitamin C ist biologisch und bioverfügbarkeitsmäßig besser verfügbar. Es macht es besser verfügbar für den Körper als intravenös eingegebenes. Anders formuliert, die Ergebnisse der intravenösen Behandlung mit Vitamin C, also der intravenösen Behandlung, sind nun durch orale Gabe möglich, dank Liposomen. Was sind Liposomen? Werden Phospholipide, das sind also Fettsäuren, unter bestimmten Bedingungen in eine wässrige Lösung gegeben, so entstehen mikroskopisch kleine Bläschen, die wir auch
Vesikel nennen können. Diese einzigartigen Mikrosphären werden Liposomen genannt. Wir sehen dort eine doppelschichtige Membran, genauso wie wir das in der menschlichen Zelle sehen. Das sehen wir also in der im wässrigen Lösung befindlichen Liposomenstruktur ganz deutlich. Und das ist wie gesagt, in menschlichen Zellen auch eine Doppelstruktur. Wenn sich Liposomen bilden, nehmen sie in wässriger Lösung die befindlichen Stoffe auf und umschließen sie. Sie kapseln sie ein. Das ist bei den relativ kleinen Molekülen, das Vitamin C, eine ganz einfache Geschichte und funktioniert zuverlässig. Liposomen selbst sind nicht wasserlöslich, ganz wichtig. Sie sind nicht wasserlöslich, denn sie bestehen ja aus Fettsäuren und somit werden Liposomen im Magen nicht zersetzt. Liposomen befördern so den größten Teil ihrer verkapselten Ladung, also in dem Fall Vitamin C, in den Darm, bevor die Lipide dort abgebaut werden. Zusammensetzung und Größe der Struktur ermöglichen diesen Vorteil. Angekommen im Dünndarm durchdringen die Liposomen direkt die dortige Darmwand. Transporter sind nicht nötig, wie das sonst notwendig wäre, wenn wir nicht liposomales Vitamin C, sondern normales Vitamin C, wie wir es schon oral kennen, einnehmen. Also Transporter sind nicht nötig. Das Durchdringen ist sehr effizient. Durch die soeben beschriebenen Eigenschaften, nämlich der Durchdringung und des Nicht-Nötig-Habens von Transportern, haben Liposomen hervorragende Eigenschaften für den Transport von Vitamin C und natürlich auch von anderen wasserlöslichen Vitaminen. Aber wir sprechen ja heute über Vitamin C. Und sie haben also hervorragende Eigenschaften für den Transport in das Blut und in die Zellen. Fazit: Liposomales Vitamin C vermittelt bei oralen Einnahmen eine quasi intravenöse Wirkung. Und diesen bedeutenden Satz möchte ich noch einmal wiederholen. Liposomales Vitamin C vermittelt bei oraler Einnahme eine quasi intravenöse Wirkung. Soweit zum Fazit des bisher Gesagten. Sprechen wir nun über die Bestimmung des aktuellen Vitamin C-Bedarfs. Der menschliche Körper verfügt über eine Reihe von Mechanismen, die zur Bestimmung des aktuellen Vitamin C-Bedarfs genutzt werden können. Erste Schlüssel lässt die Darmtoleranzschwelle zu. Häufig kommt es nach der Einnahme von Vitamin C-Megadosen zu weichem Stuhl oder gar zu wässrigem Durchfall, obwohl wir Vitamin C eigentlich eingenommen haben oder mit dem Ziel eingenommen haben, einer Erkältung oder einer Grippe den Garaus zu machen. Dies passiert, wenn große Mengen von Vitamin C nicht im Dünndarm absorbiert werden und so gelangt die aufgenommene Vitamin C-Dosis in großen Anteilen in den Dickdarm, führt dort zur Ansammlung von Wasser und somit ist der wässrige Durchfall keine Nebenwirkung von Vitamin C, sondern es ist die Reaktion auf die Ansammlung des Wassers, was durch Vitamin C im Dickdarm hervorgerufen wurde. Liegt also die Belastung von Toxinen oder Pathogenen in größerer Menge vor, also haben sie überhaupt eine Belastung, dann führt das häufig zur Erhöhung dieser Darmtoleranz gegenüber Askorbat. Meist ist diese erhöhte Menge, die erhöhte Darmtoleranz oder die Erhöhung in Relation zur Schwere der Belastung. Robert Cathcart, ich habe schon öfter ihn zitiert, bemerkte, dass an einer Behandlung von HIV-AIDS-Patienten die Darmtoleranzschwelle regelmäßig auf 75 bis 100 Gramm angestiegen ist pro Tag. Das ist 20 bis 50 Mal mehr, als wir es bei gesunden Individuen sehen. Auch hier liefere ich die Literaturangabe gern nach, wenn Sie das wünschen. Durch die Beachtung der Körpersignale haben wir zusätzlich die Möglichkeit zur Optimierung der Dosierung, wenn wir auf unsere Körpersignale achten. Bei Unwohlsein zum Beispiel soll die Dosis in der Regel erhöht werden. Stellt sich ein Wohlgefühl ein, auch nach dem Anstieg der Einnahme, der Dosis der Einnahme von Vitamin C und es bessert sich dann daraufhin nicht weiter, sondern wir haben das Wohlgefühl, dann haben wir die optimale Menge sicherlich erreicht. Liegen Vitamin C-Mangel
Erkrankungen vor, wie zum Beispiel Atherosklerose, Parodontose, grauer Star oder Osteoporose? Oder sind wir einer anhaltenden Exposition gegenüber Giften ausgesetzt, wie zum Beispiel Füllung von Quecksilberamalgam, die wir im Mund haben? Oder wurzelbehandelten Zähnen? Oder haben wir toxische Belastungen durch Chemikalien aus der Umgebung? Wird generell die tägliche Einnahme in dieser Dosierung von Vitamin C empfohlen? Ich komme nun zu einigen praktischen Tipps. Ich bin der Meinung, wenn Sie diese Tipps und auch nur zum Teil berücksichtigen, dann haben Sie großen Nutzen daraus. Die Anwendung der Darmtoleranzdosierung kann lästig und unangenehm sein. Allerdings gehört es zu einer guten Vitamin C-Supplementierungsstrategie, diese Methode vorübergehend anzuwenden, um den grundlegenden Bedarf zu bestimmen. Ein durch Vitamin C ausgelöster Durchfall spült den Darm durch und verringert dessen Beitrag zur körperlichen Toxinbelastung. Einmal pro Monat oder sogar einmal pro Woche empfiehlt sich die zeitverzögerte Einnahme mehrerer kleiner Dosierungen von Vitamin C in Wasser aufgelöst, also Vitamin C-Pulver, bis der Durchfall einsetzt. Das empfiehlt sich also. Das ist der Moment, in dem Sie die Basisdosierung bestimmen. Gleichzeitig profitiert der Darm von der gesunden Reinigung. Hinweis: Da liposomales Vitamin C fast vollständig absorbiert wird, verursacht es keinen wässrigen Durchfall. Nachdem der grundlegende Bedarf bestimmt wurde, kann diese Reglementierung an den folgenden Tagen aus Kombination, also durch die Kombination aus liposomalen Zubereitungen und Natriumascorbatpulver oder nur einer der beiden Darreichungsformen bestehen. Liposomales Vitamin C hat eine viel größere Bioverfügbarkeit als alle übrigen Zubereitungen von Vitamin C, vor allem wenn die Dosierung erhöht wird. Nachfolgend ein Überblick über die ungefähren Relationen. 1000 Milligramm liposomales Vitamin C entsprechen 3000 bis 4000 Milligramm Pulver. 2000 Milligramm liposomales Vitamin C entsprechen 8000 bis 10.000 Milligramm Pulver. 3000 Milligramm liposomales Vitamin C entsprechen 12.000 bis 18.000 Milligramm Pulver. Die tägliche Gesamtdosierung sollte mindestens so hoch sein wie die durch die Darmverträglichkeit ermittelte Basisdosis. Zusätzliche Mengen erhöhen häufig die erwünschte Wirkung. Es gibt zahlreiche nicht liposomale Vitamin C-Rezepturen bzw. Zubereitungen. Und nachfolgend will ich einen Überblick über Wasser- und fettlösliche Vitamin C-Zubereitungen geben. Da ist zunächst erstmal Ascorbinsäurepulver. Es ist ein günstigstes oder es ist das günstigste Vitamin C in dieser Form. Da es sich um eine Säure handelt, kann dieses Pulver nicht Verdauungsbeschwerden verursachen. Natriumascorbatpulver. Es ist erschwinglich und einfach in der Anwendung. Es wird allen anderen nicht liposomalen Formen vorgezogen. Kommen wir zum Ascorbylpalmitat. Es ist eine fettlösliche Form von Vitamin C, die unterschiedliche Aufnahmecharakteristika hat. Dann gibt es noch Bioflavonoide. Sie sind eine gute antioxidative Lösung. Also es ist ein guter antioxidativer Nährstoff. Obwohl sie die antioxidativen Wirkungen von Vitamin C verbessern, sind sie für diesen Zweck nicht notwendig. Ein in Anführungsstrichen natürliches Vitamin C-Komplex-Supplement oder ein sogenannter natürlicher Vitamin C-Komplex ist nur ein Marketing-Gag, der die Kosten des Nahrungsergänzungsmittels nur erhöht. Ester C besteht hauptsächlich aus Calciumascorbat, das ich aus anderen Gründen nicht empfehle. Es kann die Aufnahme leicht verbessern. Die anderen Komponenten sind für den hohen Preis des Nahrungsmittels ausschlaggebend, die wir im Ester C finden. Dann noch zur mineralischen Zubereitung. Chromascorbat, Magnesiumascorbat, Manganascorbat, Molybdenascorbat, Calciumascorbat und Zinkascorbat sind problematisch, da die damit verbundenen Mineralstoffe hochdosiert,
also mit dem Ziel der Vitamin-C-Supplementierung, eine spezifische Toxizität haben. Also diese zusätzlichen Stoffe haben eine spezifische Toxizität. Außer in niedrigen Dosen ist deshalb davon abzuraten. Aber wir haben ja gelernt, dass wir hohe Dosen brauchen. Nun zu Pillen und Kapseln. Also Pillen und Kapseln enthalten häufig nährstoffarme Füll- und Inhaltsstoffe, die die Aufnahme ungünstig beeinflussen können. Flüssiges Vitamin C oder Kautabletten können Zucker enthalten, sie werden nicht empfohlen. Ergänzend zur Vitamin C-Supplementierung kann man die Wirksamkeit durch die Vermeidung negativer Toxinbelastung steigern. Das ist also eine Binsenweisheit. Man sollte negative Toxinbelastung immer herabsenken, wo man es nur kann. Und das ist also besser noch, das also dann bei herabgesetzten negativen Toxinbelastungen ist also die Wirkung von Vitamin C noch besser. Ich komme zu den Schlussfolgerungen dieses Beitrags. Vitamin C-Supplementierung ist essentiell, also unbedingt notwendig. Sie schützt vor gefürchteten Pathogenen, bietet eine kostengünstige und wirksame Behandlungsmethode gegen viele Krankheiten und kann jedes Toxin neutralisieren. Darüber hinaus kann Vitamin C eine wirksame Antwort auf die schweren Probleme sein, die auf unsere Nation derzeit zukommen. Gute Gesundheit und wirksame Medizin müssen unser System nicht zugrunde richten. Menschen müssen ihre letzten Jahrzehnte nicht in einer Schlange vor einer Apotheke verbringen, um dort eine Handvoll teurer Instandhaltungsmedikamente zu bekommen. Das Pflegeheim muss nicht die letzte Station vor dem Grab sein. Hochdosiertes Vitamin C, das Superheilmittel, kann solches Schicksal bei der großen Mehrheit der Menschen verhindern. Probieren Sie es selbst aus und teilen Sie Ihre Erfahrung Ihrem Umfeld mit.